Neben mir steht nun eine junge Kollegin, die Sie alle aus unserer Schlager-Countdown-Show im letzten Jahr bereits kennen. Sie ist die Tochter vom jüngsten Kelly-Family-Star Angelo Kelly, nämlich die Emma Kelly. Erinnern Sie sich noch? Schauen Sie mal. Toll singen. So schön. Emma, ich freue mich total, dass wir uns wiedersehen. Und weißt du, heute singst du ja nicht nur für uns. Heute wirst du mir auch ein bisschen helfen beim Moderieren, oder? Ja. Ja. Du hast nämlich die nächste Ansage für unsere nächsten Gäste vorbereitet, die jetzt gleich zu uns auf die Bühne kommen. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Schon ein bisschen? Aber ich bin da. Wir machen das jetzt gemeinsam, okay? Also, wie möchtest du anfangen? Soll ich starten? Willst du starten? Ja, dann sagen wir einfach, meine Damen und Herren, und jetzt sagst du uns, wer jetzt alles zu uns auf die Bühne kommt. Okay. Mein Papa, meine Mama, mein Bruder William, mein Bruder Joseph, meine Schwester Helen und mein Bruder Gabriel. Und natürlich auch du musst jetzt auf die Bühne, nämlich die Emma. Also lauf schnell zu Papa und Mama und zu deiner Familie. Und hier kommen sie, alle gemeinsam. Und wir freuen uns auf die neue Generation der legendären Kelly Family. Hier sind Angelo Kelly und Family. At only the age of 7, with a fiddle in his hand, great-grandfather Sean had to leave his homeland. He swore that he'd return, no matter the cost. But the times stayed rough, and his dreams got lost. At 14, he got ill, could no longer walk. The doctors tried to help, all they did was just talk. But something deep inside him just wouldn't give up, until he became a tap dancer. There's something fancy the humor, it just won't go away. And if you'd say I'm ugly, well, you will be right. But you would want me with you, you got in a fight. I finally returned with myself a little song to the country with the biggest heart.
Hallo. Dankeschön. Angelo Kelly und Family. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ach Mensch, hallo. Wer bist du denn? Ach. William. Hallo, William. William. Ah, schön. Mensch, das hat richtig Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Sagt mal, wie seid ihr mit dem Papa zufrieden? Hat er bei seinem Auftritt jetzt alles richtig gemacht? Ja. Ja? Zufrieden. Und auch so zu Hause, wie seid ihr da mit ihm zufrieden? Ist er recht streng oder geht so? Ja, gut. Fast schon. Ich habe vor der Show ein bisschen Geld gegeben. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind sehr anständig. Ja, noch. Noch. Aber sag mal, wer ist denn bei euch zu Hause so der Chef? Papa oder Mama? Ich? Ich wäre es gerne. Aber bei uns zu Hause, da geht's echt ab. Das kann ich mir gut vorstellen. Wer hat mehr Lampenfieber, Mama oder Papa? Die Mama, Meldet sich freiwillig. Aber Florian, ich habe heute ausnahmsweise ich Lampenfieber für die Kinder, nicht für mich. Das kann ich mir vorstellen. Für die ist es alles sehr neu. Ja, und ihr habt ja letzte Woche euer Album veröffentlicht, Angelo Kelly und Family. Also das Album von dir, deiner wunderbaren Frau und deinen wunderbaren Kindern, euren Kindern. Wie unterscheidet sich dieses Album eigentlich von den Alben, die du mit deinen Geschwistern bisher aufgenommen hast und veröffentlicht hast? Ja, es unterscheidet sich insofern, dass jeder der Kinder und auch meine Frau haben entweder gesungen oder auch Songs geschrieben. Das letzte, Fly Away, hat Helen geschrieben. Und wir sind mit dem Album jetzt auf Platz 2 gestiegen. Großartig. Ich bin so stolz auf die alle. Also das ist nicht mein Verdienst, sondern jeder hat wirklich alles reingesteckt. Und das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Angelo, wir kennen uns jetzt schon viele Jahre und ich weiß, du lebst diesen Traum auch ein bisschen und du lebst dieses Kelly-Family ein bisschen. Ihr macht gemeinsam eben Musik, ihr wart 3 Jahre mit einem Bus in ganz Europa unterwegs. Nur jetzt haben sich die Rollen ein bisschen vertauscht. Also früher warst du das Nesthäkchen, jetzt bist du der Familienvater. Welche Rolle liegt dir mehr? Ich weiß es nicht. Diese Rolle ist neu für mich, ich muss das lernen. Aber ich glaube, mit jedem Jahr lerne ich dazu und ich versuche das mit Gefühl zu machen und trotzdem eine Hilfe zu sein, was so Musik und Professionalität angeht. Aber es soll ganz langsam gehen. Also, eine wunderbare Familie. Und eine Frage jetzt noch an euch. Können Mama und Papa gut tanzen? Nein, überhaupt nicht. Dann macht ihr das jetzt, oder? Ich darf euch jetzt schon mal alle auf die Bühne bitten, denn wir freuen uns jetzt auf Angelo Kelly und Family. Und sie werden jetzt singen und wunderbar tanzen. Ein wunderbares Lied. Lord of the Dance. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dancing.
Angelo, Kelly und Family. Hoffentlich sehen wir uns alle bald wieder. Danke euch. Und jetzt, meine Damen und Herren, erleben